Moin, herzlich willkommen. Ja, ein anderes Bild als sonst gewohnt. Und zwar will ich mal reingucken bei Pure Farming 2018. Das ist ja nun gerade frisch rausgekommen. Also gestern rausgekommen. Ich habe mich dann gestern Abend hingesetzt und habe mal angefangen hier aufzuzeichnen. Und ihr steht genauso davor wahrscheinlich wie ich. Ich habe noch nichts gemacht, ich habe das Spiel bisher nur einmal gestartet, nichts weiter. Ich habe also keine Ahnung, was ich hier alles machen kann. Ich bin, ja, probiere es einfach mal aus und ihr seid mit dabei und könnt euch das mal angucken. Gleich vorweg, ich habe im Moment keinen Anlass, irgendwie vom LS17 wegzugehen, außer wenn natürlich nachher LS19 Ende des Jahres kommt. Aber, man muss sich ja mal umsehen, was sonst noch so auf dem Markt los ist. Und Pure Farming ist, wie gesagt, gerade rausgekommen. Und ich möchte mir das mal anschauen und würde euch da gerne mitnehmen. Und ja, was kann man denn hier alles machen? Okay, verschiedene Missionen. Mein erster Bauernhof, Herausforderung, freie Landwirtschaft. Aha, da kann man Mods importieren. Add-ons. Ja. Spielbereich Deutschland ist installiert. Spieloutfits, ja, so ein paar Zusatzmods wahrscheinlich so. Aha, hier kann ich mal gucken, wie ich aussehe. Verschiedene fertige Sets. Great Plains. Nee, auch nicht. Schon eher. Noch eine schwarze Hose, keine Trainingshose ist. Nicht. Okay. Schwarze Schuhe, ja, passt. Oh, lassen wir mal. Was gibt's denn bei Optionen? Gameplay, Mausempfindlichkeit, Empfindlichkeit der Kamera. Ja, muss ich sehen natürlich. System, englisches brauchen wir nicht, metrisches System. Controller. Nee, nicht Controller, ich habe ja keinen Controller. Ah. Gut, wer einen Controller hat, ist natürlich fein raus. Gibt es hier keine Möglichkeit, ein Lenkrad anzuschließen? Das fände ich ja persönlich erstmal ziemlich ätzend. Radiolautstärke schalten wir schon mal aus. Braucht kein Mensch. Die Musiklautstärke schalten wir auch mal aus. Okay. So. Ja, den Rest lassen wir auch mal so. Video. 1920, 1080. Ja, ja. Ja, das soll wohl passen. Grafik. Ja. Okay, das brauchen wir nicht. Ist alles gut. Dann gucken wir mal. Aber wobei. Controller ist denn ja auch eher ätzend, oder? Ey, das kann's doch nicht sein, oder? Also wenn das nicht mit einem neues Spiel. Mein Großvater war ein hart arbeitender Mann. Er hat seinen Bauernhof sehr gemocht. Er war sein ganzer Stolz. Wenn ich meine Ferien mit ihm verbrachte, erlaubte er mir, ihm auf dem Feld zu helfen. Damals merkte ich nicht, wie er mich mit seiner Leidenschaft ansteckte. Und dann vergingen die Jahre und ich sah meinen Großvater immer seltener. Ich wollte immer raus und zum Lande, so oft ich konnte. Leider war mein Vater dagegen. Er dachte, dass die Landwirtschaft keine Zukunft habe und ich würde meine Zeit nur verschwenden.
Und so starb Opa, bevor ein anständiger Nachfahre übernehmen konnte. Er hinterließ keinen letzten Willen und ein Bauernhof voller Schulden. Es scheint, als wolle niemand den Komfort seiner urbanen Heimat aufgeben. Ich bin der Einzige in meiner Familie, der deren Erbe zu retten gewillt ist. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich spüre in meinem Herzen, dass ich es tun kann. Es tun muss. Am Anfang muss ich mir zweifellos die Hände schmutzig machen. Keine Zeit zu verlieren. Packen wir es an. Okay. So. Eine Maschine, die speziell für die Ernte von Oliven und Trauben in Italien erworben wurde. Sie lässt sich leicht handhaben und Feldfrüchte müssen nicht auf den Anhänger geladen werden. Sie lädt Feldfrüchte direkt in unterschiedliche Container. Okay. Du kannst sie unabhängig des Standortes bei jedem Händler kaufen oder sie über das Shop-Menü auf deinem Tablet erwerben. Ja, gut. Wird geladen. Gucken wir mal. Willkommen auf dem Bauernhof. Lies E-Mails auf dem Tablet. Gehe nach draußen. Okay. Lesen wir mal E-Mails auf dem Tablet. E-Mail. Bankkredit, Friesenjung. Die Schulden deines Großvaters, die du zusammen mit seinem Vermächtnis geerbt hast, wurden formell auf dein Bankkonto überschrieben und belaufen dir 275.000 Euro. Das ist eine Menge Geld, aber ich bin überzeugt, dass du es schneller zurückzahlen wirst, als du denkst. Für den Moment wird das dein Hauptziel sein. Das verlangt natürlich Expertise und großen Einsatz, wenn es darum geht, den Bauernhof zu leiten. Um das Managen des Kredits einfach zu machen, entwickle ich eine App für dein Tablet. Sobald sie fertig ist, kannst du die Mindestsumme von 2.750 Euro jederzeit zurückzahlen. Wenn du es benötigt hältst, kannst du natürlich weitere Kredite aufnehmen, sei dir aber im Klaren, dass deine Schulden dadurch steigen. Gehe vorsichtig mit dem Geld um, verwende es nur für profitable Investitionsprojekte. Ja, gut. Bewegung, Friesenjungen. Haben wir fürs frische Luft. Wenn du bereit bist, gehe nach draußen und mach dich mit deiner Umgebung vertraut. Oh. Das Tablet mal wieder aus. So. Also meine. Ich habe 50 Erfahrungspunkte. Der Hammer. Der Hammer. War ja wieder eine neue E-Mail gekommen. Navigation. Hallo Friesen, das war aber einfach, oder nicht? Diese Gegend von Montana ist ziemlich weit. Es wird also von Nutzen sein, wenn du dich mit dem Navigationssystem vertraut machst. Es wird dir helfen, die nächsten Aufgabenmarker zu finden oder dich an einen Ort von Interesse zu führen. Das wichtigste Element ist die Minikarte in der linken unteren Bildschirmecke. Finde das Kartoffellager. Dich zur angegebenen Position. Geh zur Scheune. Sehr wohl das hier mit. Das ist keine Scheune. Was ist denn sonst die Scheune? Nicht die Scheune. Grün ist immer das, wo ich hin soll, oder wie?
Warte. Aha. Das merken kann. So, Karte. Oh, ich wollte aber ja nicht zum Schuppen. Ich wollte ja zur Scheune. Gehe zur Scheune. Ja, das Kartoffellager habe ich doch schon gefunden. Bin ich wahrscheinlich zu doof für. Oder seht ihr was? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ich was übersehen habe. Aha. Gut. GPS für Anfänger, Errungenschaft freigeschaltet. Ja, aber ich dachte, ich hätte das Kartoffellager schon gefunden. Vielleicht auch noch nicht. Aha. Ja, das Haus sieht ja schon nett aus. Gucken wir mal. Sie haben eine neue E-Mail empfangen. Ich sehe, du konntest ihn auch finden. Glückwunsch, das ist ein Navigationssystem. Bewege dich dazu, gib dich dazu zur Scheune vor dem Bauernhaus. Na ja, gut. Also, weiter. Kann man ja hier auch mal durchs Gras laufen, ne? Dann kann man sie hier auch gleich mal. Naja. So, Close up. Gut, müsste ich jetzt mal mit LS vergleichen. Gehe zur Scheune. Ja Mensch, ich habe einen Mähdrescher und einen Traktor. So, dann habe ich jetzt neue E-Mails.
Scheunen. Scheunen werden hauptsächlich genutzt, um Maschinen und Ausrüstung zu lagern, die momentan nicht verwendet werden. Du kannst auch neu erworbene Maschinen oder Ausrüstung an deine Scheunen liefern. Erweiterte Scheunenfunktionen erlauben es dir, deine Maschinen mithilfe eines Transportdienstes an andere Orte zu bewegen. Diese Funktion kannst du auch über die Karte im Tablet oder über Funktionen des Drones verwenden. Ich versuche gerade eine Drohne für dich zu organisieren, aber es kann eine Weile dauern, also mach dir erstmal keine Gedanken darüber. Ja? Alle Fahrzeuge, die du verwendest, nutzen sich mit der Zeit ab. Du kannst sie jedoch reparieren. Der Zetor, den hier dein Großvater gemacht hat, steht im Unterstand. Leider ist er technisch gesehen in sehr schlechter Verfassung. Er muss repariert werden, also musst du ihn in die Werkstatt bringen. Dein Großvater kannte die Vorzüge einer Werkstatt direkt auf dem Bauernhof und offenbar wusste er nur zu gut, wie wichtig die Wartung der Fahrzeuge ist. Dir ist vielleicht bekannt, dass immer etwas kaputt gehen kann, wenn man es am wenigsten erwartet. Steige in den Traktor. Fahre ihn in die Werkstatt. Entschuldigung, falsche Taste gedrückt. Hier zur Werkstatt. Oh, ich kann nicht mal durch so einen Pylon laufen. Krass. Fahrzeugdiagnose öffnen. Fahrzeug 60%. Alles reparieren. Wie viel Kohle habe ich denn? 50.000 habe ich, ja. Würde ich sagen, repariere ich doch mal alles. Achso, E-Mails erstmal. Fahrzeugsteuerung. Ja, beschleunigen, bremsen, rückwärts lenken. Okay. Der Computer des Mechanikers. Kontrollen, Reparaturen und Hilfe eines Computers durchgeführt, verlasse das Fahrzeug, nachdem du es auf dem Wagenheber abgestellt hast und geh zum Computer. Verbinde das Tablet und prüfe den Zustand des Fahrzeuges. Es ist gar nicht so kompliziert, den Computer für die Diagnose eines Fahrzeugs auf dem Wagenheber zu verwenden. Nachdem du es verbunden hast, öffnet sich auf deinem Tablet die Oberfläche der Fahrzeugdiagnose. Dort siehst du eine Liste aller Baugruppen, ihren Zustand und die Reparaturkosten. Du kannst alles sofort reparieren. Alles klar. Achso, ach, ihr seht meine Maus gar nicht, ne? Das muss ich dann gleich nochmal einstellen für die nächste. Für die nächste Folge, dass ihr die Maus auch seht. Ich klicke hier immer wild drauf rum. Ich habe den jetzt mal repariert. Sie haben eine neue E-Mail erhalten. Und was ich damit mache, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, hinterlasst einen Kommentar, abonniert mich. Ja, gerne auch irgendwelche Tipps und so, die es hier schon gibt. Ich steige jetzt schon mal den Drescher ein. Ja, ihr könnt mir auch gerne bei Facebook folgen. Komm ich da auch rein. Mit C. Genau wie beim LS17. Ja, und ich bedanke mich erstmal bei euch dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Und in diesem Sinne sage ich ciao, bis morgen.